Deutschland zuerst, liebe Zuschauer. Ja, dazu begrüße ich zu meiner Rechten Angie Zelizarias. Begrüßen ist gut, ich bin hier Gast im Landtag. Also, aber trotzdem, ich habe die Moderation, also mir ist es erlaubt worden. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ne? Herzlich willkommen. Ja, ja. Und zu meiner Linken Dr. Martin Vinzenz, seines Zeichens Fraktionsvorsitzender der AfD in Nordrhein-Westfalen. Ja, Sie haben ein 10-Punkte-Programm. Das darf ich Ihnen sagen, das hat großen Anklang gefunden. Es gibt jemand in einer anderen Organisation, politisch beiläufig, die Werteunion, Mike Kur, der hat es in der Sendung gehabt, hat einen riesen Anklang gefunden, 10-Punkte-Programm. Und das tut der Bundesrepublik gut und ist zwingend notwendig. Lassen Sie uns darüber sprechen. Darf ich zuerst mit dem Fraktionsvorsitzenden? Ich danke Ihnen. Ja, Punkt 1, Thema Deindustrialisierung. Wir erleben das ja, Unternehmen wandern reihenweise ab. Bundeskanzler Olaf Scholz, der Pirat jetzt, der ist ja gestürzt, ne? Man weiß, was da war, ich will da nicht mutmaßen. Aber Bundeskanzler Olaf Scholz sagt, der Standort Deutschland ist doch sicher, was haben Sie? Gleichzeitig erleben wir das Inflationsprogramm der USA mit 370 Milliarden Dollar in Größenordnung noch nie dagewesener Summen. Deutschland, Deindustrialisierung, was machen wir? Ja, was ganz spannend ist, weil das, also wir schreiben ja in unserem 10-Punkte-Programm keine Geheimnisse, das ist ja keine geheime Staatswirtschaft, sondern das sind die im Prinzip eigentlich Essentials, wie es auch in der Volkswirtschaftslehre, in der Wirtschaftswissenschaft immer gelehrt wird. Der Standort leidet unter einer maroden Infrastruktur, unter viel zu hohen Abgaben, unter einem hohen Strompreis und die Lohnnebenkosten sind sehr, sehr hoch. Und bei allem kann man politisch dran drehen, an diesen Stellschrauben, dass das wieder annehmbarer wird, auch für Firmen, dass also sichere Arbeitsplätze wieder hier in Deutschland, gerade in Nordrhein-Westfalen, wo es viel energieintensive Industrie gibt, dass wir hier Arbeitsplätze halten können, gut bezahlte Fachkräfte dementsprechend hier haben, dadurch das Steueraufkommen gut ist. Das heißt aber an dieser Stelle nicht mehr belasten, wie das jetzt selbst Merz fordert, höherer Spitzensteuersatz, absolutes Gegenprogramm. Wir sagen runter mit den Steuern, runter mit den Abgaben. Ist für den Menschen, für die Firmen hier wieder attraktiv in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland machen. Und wir glauben, dass es ein gutes Programm ist, mit dem wir tatsächlich Deutschland auch aus der Rezession wieder rausholen können. Und vor allen Dingen diese wirklich jetzt mittlerweile, es war ja lange eine Verschwörungstheorie, Deindustrialisierung. Wir sehen es jetzt tagtäglich, ist zum Greifen wirklich, die zu stoppen, weil das ist eine Rutschbahn, die ja gerade erst Schwung aufnimmt. Da muss man jetzt handeln, ansonsten kann es tatsächlich zu spät sein. Wir erleben ja, wir haben ja kein Einnahmenproblem. Wir haben die höchsten Steuereinnahmen, die es je gab. Wir haben ein Ausgabenproblem in vielen Bereichen. Wir erleben es, der Bund der Steuerzahler, die Gemeinnützigkeit soll übrigens genommen werden. Das heißt, also spricht jemand, deckt jemand da irgendetwas auf, müssen wir die Gemeinnützigkeit nehmen. Wenn wir jetzt erleben, es gab unlängst eine Sendung in Frontal, wir werden das nochmal näher beleuchten, Nord Stream 2. Und also Indikatoren deuten schwerpunktmäßig darauf hin, dass es seitens von Spezialkräften der Ukraine hier einen Anschlag gegeben hat. Anton Hofreiter, seines Zeichens Militärexperte und Wehrdienstverweigerer, hatte gesagt, das spielt keine Rolle, ob die Ukraine diesen Anschlag verübt hat. Wir werden die Ukraine weiter unterstützen. Der Herr Lindner, Christian Lindner, hat Milliarden in den Haushalt eingestellt. Wir haben Bereiche, wir haben gerade wieder gehört, Rheinmetall liefert wieder 360.000 Schuss Munition für den Leopard. Das geht ja alles in Milliardengrößenordnung hinein. Sehen Sie auch da ein deutliches Sparpotenzial, wenn es da heißt, die Wirtschaft hier zu halten? Na klar, absolut. Also auch das ist einer der zentralen Punkte. Ich meine, wir müssen uns die Situation aktuell nur vorstellen. Das ist ja, unser 10-Punkte-Programm ist in Kritik geraten, weil wir gesagt haben, es wäre wichtig, dass wir beispielsweise halt die Nord Stream Pipelines wieder eröffnen, weil wir dadurch einfach einen günstigen Energieträger wieder nach Deutschland bekommen. Das wurde kritisiert, weil da wurde in Öffentlichkeit in den Medien gesagt, wir würden damit Russland unterstützen, wir würden Russland Geld geben. Aktuell beziehen wir sehr, sehr viel LNG. Und einer der größten Lieferanten ist ausgerechnet Russland, weil LNG-Gas nicht von den Sanktionen betroffen ist. Und damit geben wir Putin sogar noch mehr Geld. Also das günstige Pipeline-Gas wird abgelehnt, aber dafür kaufen wir jetzt von Tankern teures Gas von Putin. Ich weiß nicht, ob er durch mehr Geld jetzt dadurch zu beeinflusst wird, dann vielleicht eher klein beizugeben. Ich halte das für einen strategischen Fehler, der da, glaube ich, ganz offensichtlich und bewusst gemacht wird, wo auch gerne die Öffentlichkeit darüber, ich sag mal, mindestens ein bisschen im Unklaren gelassen wird, was da eigentlich gerade passiert, woher wir Kohle beziehen. Wir sind mittlerweile ja wieder Energiewende, heißt ja, wir sind stark in die Kohleverstromung eingestiegen. Wo das jetzt sauber sein soll, den schmutzigsten Energieträger zu verbrennen, den wir haben, das
Das versteht keiner. Wir kaufen wieder russisches Gas, nur eben jetzt teures. Und wir sind nicht frei nach Habeck aus dem Atomstrom ausgestiegen. Wir bestellen ihn jetzt eben nur von anders her für teures Geld. All das treibt die Kosten nach oben, all das belastet die Firmen. Wir hätten sofort die Möglichkeit, das zu ändern. Nun hat ja Olaf Scholz gesagt, Atomenergie ist ein totes Pferd. Wahrscheinlich ist er vom toten Pferd gefallen. Ne? Also was jetzt da passiert ist, das ist ja nur alles möglich. Frau Szely-Zacharias, mehr Freiheit, weniger Steuern für Bürger und Unternehmen, Punkt 2. Ich komme dann noch zur EU. Jetzt haben wir einen komischen Pakt zwischen Friedrich Merz und Kevin Kühnert. Kevin Kühnert, seines Zeichens sicherlich ein Mann mit viel Berufserfahrung. Und wir erleben, dass der Spitzensteuersatz bedeutet hier, dass man sagt 42, 45, ob das dann 47% oder 48% sind, spielt keine Rolle. Diejenigen, die viel leisten, das sind ja die Handwerksbetriebe, das sind Menschen, die zu zweit arbeiten gehen, wenn die zusammen veranlagt werden, die zahlen ja auch noch den Solidaritätszuschlag mit 5,5%. Geht ja eigentlich von denjenigen, die für den Mittelstand da sein sollten, für die Fleißigen, geht total in die andere Richtung. Und Sie sagen, mehr Freiheit, weniger Steuern für Bürger und Unternehmen. Also ich glaube, man kann insgesamt zu diesem 10-Punkte-Programm eins am Ende festhalten. Es geht um Deutschland zuerst. Ja, also es geht um die Interessen dieses Landes, um die Interessen der Bürger dieses Landes. Und das wird erstmal grundsätzlich in allen einzelnen Punkten, egal in welchem Teilbereich wir uns befinden, wird das am Ende zusammengefasst. Und ja, in diesem 10-Punkte-Programm sprechen wir als AfD auch davon, dass wir grundsätzlich mal das Denken in diesem Land nochmal neu beeinflussen müssen. Also sprich, wen müssen wir am Ende entlasten und wen müssen wir als Staat unterstützen? Das sind die Leistungsträger. Und Sie haben es ja auch nicht nur heute, sondern auch in vorherigen Sendungen. Ich weiß, Ihnen ist ja auch das Thema Bürgergeld genauso wie uns ein wichtiges Anliegen, weil damit aktivieren wir wirklich niemanden in diesem Land. Im Gegenteil, wir befördern da tatsächlich eine Mentalität, die schädlich ist, die nicht die Menschen dazu aufhält, etwas für ihr Leben zu tun, sondern vielmehr sie in einen gewissen Trott hineinbringt und am Ende des Tages ist das nicht aktivierend, also wenn wir es jetzt höflich sogar hier aussprechen wollen. Und da stellt sich tatsächlich dieses 10-Punkte-Programm entgegen und sagt ganz klar, wen wir in diesem Land fördern müssen, was wir für diese Menschen tun müssen, auch wenn wir über das Thema Einwanderung sprechen, wird auch hier gezielt beispielsweise, weil Sie ja gerade auch von Betrieben sprachen, ist hier die Rede, dass wir tatsächlich auf das Thema Bildung noch mal viel stärker schauen sollen. Also einmal für die einheimische Bevölkerung, aber auch beim Thema Einwanderung, was seit, eigentlich, wenn man ehrlich ist, seit gut 20, 25 Jahren in diesem Land völlig vernachlässigt wird. Und was mir persönlich besonders gut gefällt, ist die Tatsache, dass wir als Bundes-AfD auch erstmalig ganz dezidiert auf einen ganz wesentlichen Punkt schauen. Und zwar, wie will sich Deutschland in dieser drohenden neuen Weltordnung positionieren? Das wird jetzt hier nicht explizit angesprochen, aber latent schwingt das mit und das ist tatsächlich die Frage der Zukunft. Tja, das ist die Frage der Zukunft, nur unsere Politiker haben es anscheinend in dieser Form noch nicht erkannt. Wenn Sie jetzt, und ich fand es gut, was Sie sagen, wenn Sie jetzt hier mitregieren würden und Entscheidungen, dann legen Sie ja einen Eid ab. Dieser Eid besagt ja zum Wohle des deutschen Volkes. Haben Sie den Eindruck, dass das im Augenblick in den Länderparlamenten und im Bundestag passiert? Also vielleicht etwas Grundsätzliches. Ich habe das auch in vergangenen Sendungen angesprochen und ich glaube, da sind wir ehrlich und müssen das einfach auch ehrlich ansprechen. Politik, also dieses politische System, wie wir es heutzutage vorfinden, das ist tatsächlich schwierig zu betrachten. Also es sind ja nicht nur die Gelder, die an den einzelnen Abgeordneten fließen im Rahmen der Entschädigung. Es geht ja viel weiter. Stiftungsgelder für sämtliche Vereinigungen, die über Parteien sozusagen etabliert werden. Also die Partizipation an öffentlichen Geldern und was es da in Deutschland gibt. Man sagt ja auch nicht umsonst Parteienstaat und so weiter und so fort. Das ist schon immens. Und deswegen neigt man in diesem System dazu, korrumpierbar zu werden. Das ist Fakt. Also ich glaube, das kann keiner leugnen. Das Wichtige an der Stelle ist, dass wir als Partei auch schlichtweg auch in Zukunft dafür einstehen, dass wir da zu einer Entschlackung kommen. Wenn wir das schaffen, können wir auch gegenüber der Bevölkerung und unserer Wähler tatsächlich auch mit einer gewissen Authentizität gegenübertreten. Das ist etwas, was wir in Zukunft als Partei beweisen müssen. Und ich sage das auch immer ganz gerne öffentlich. Wenn uns das nicht gelingt, stirbt tatsächlich auch die letzte Hoffnung für viele Menschen. Also da müssen wir Vorbild sein und auch im Eigeninteresse und im Interesse dieses Landes sollte jeder eigentlich jetzt an dem Punkt sein zu sagen, der Parteienstaat
der darf nicht noch tiefer in den Staat hineinregieren. Im Gegenteil, wir müssen da einfach zu einer Entschlackung kommen. Ein ganz wichtiger Aspekt, Herr Dr. Dr. Vinzenz, wenn wir das jetzt hören, dann müssen wir doch erkennen, und wir hatten Gespräche mit Vorsitzenden aus der CDU, die gesagt haben, du kriegst es nicht weg. Je höher du kommst, desto verkrusteter ist das Ganze. Diese Entschlackung ist ein schwieriger Prozess. Ein schwieriger Prozess, weil es haben sich NGOs gebildet, die Milliarden von Beträgen kriegen. Kampf gegen rechts, Kampf gegen rechts. Islamismus und Linksextremismus gibt es nicht. Es gibt auch keine Clankriminalität. Das Wort soll man nicht mehr verwenden. Aber bedarf es hier wirklich eines harten Durchgriffs und zu sagen, wir müssen hier einfach mal richtig die Basis betrachten. Hier hat sich so viel eingeschlossen über die letzten Jahrzehnte und dass viele Menschen in der Politik sind, die in der freien Wirtschaft überhaupt keinen Platz hätten, im Gegensatz zum promovierten Arzt neben mir, dass man einfach sagt, nee, wir müssen hier durch und wir müssen als AfD auch aufzeigen, wir sind anders. Absolut. Also ähnlich wie das leistungslose Einkommen mittlerweile zu so einer Art Selbstverständnis geworden ist, dass man, ohne dass man selbst was geleistet hat, einen Anspruch gegenüber dem Staat auf alles Mögliche hat. Genauso hat sich in den letzten Jahren hier ein Staat aufgebaut, der immer nur noch links und rechts angebaut hat. Ich habe vor einiger Zeit mal hier im Plenarsaal eine Rede gehalten über den Untergang in der Bronzezeit. Und das eine viel diskutierte Rede, weil das vielleicht ein kompliziertes historisches Thema ist, aber auch damals, das System ist immer komplizierter geworden. Immer mehr Menschen mussten versorgt werden von eigentlich immer weniger, die Schippe in der Hand hatten. Und Ähnliches sehen wir aber leider ja heute auch. Immer mehr Menschen werden versorgt von immer weniger, die zur Arbeit gehen und noch tatsächlich Nettolohnzahler sind. Wenn wir vorhin über den Spitzensteuersatz sprechen, dann denkt man ja immer an die Superreichen, die dann den Spitzensteuersatz. Das ist ja bei weitem nicht mehr so. Es ist ewig die Berechnungsgrundlage nicht angepasst worden, sodass mittlerweile Normalverdiener, also ich glaube, man muss das 1, noch was Fache mittlerweile verdienen, dann gehört man zum Spitzensteuersatz, muss den schon abführen. Das ist ja nicht das, was die Leute vor Augen haben. Und auch wir von der AfD sind ja beispielsweise dafür, dass man Leuten durchaus hilft und dass man auch sich als immer noch ja große Wirtschaftsnation auch großherzig zeigt, Menschen aufnimmt, Menschen unterstützt. Aber es muss alles in einem gewissen Verhältnis stehen. Und wenn viele Leute jetzt den Eindruck haben, ich gehe jeden Tag arbeiten, bekomme jetzt eine Mini-Rente und jetzt kommt hier jemand mit seiner Familie und bekommt viel mehr als ich, ohne einen einzigen Tag in seinem Leben was für diesen Staat gemacht zu haben, dann ist das nicht fair. Und dieses Unrechtsverständnis, das uns da offensichtlich gerade in den Etagen der Politik verloren gegangen ist, dass man sogar darauf hinabschaut und schaut, das sind Fremdenfeinde, die so empfinden. Das ist etwas, was, glaube ich, zu Recht auch zu einem gewissen Zorn in der Bevölkerung führt. Und wenn wir das nicht einfangen, wenn wir da nicht sagen, wir müssen diesen Wildwuchs wieder beschneiden, den Staat verschlanken und wirklich auf das konzentrieren, worauf es ankommt, dass die Leute wieder sicher in der Stadt sind, dass die Leute sich von ihrem Einkommen wieder was leisten können, dass die Leute ihre Kinder zur Schule schicken mit einem guten Gewissen, dass denn da kein Quatsch erzählt wird, sondern unideologisch die wesentlichen Punkte, dass die Kinder wieder erfolgreich sein können, auch in der Zukunft. Vernünftige Mathekenntnisse, Deutschkenntnisse, vielleicht Fremdsprachen noch für die Zukunft aufgestellt. Das sind die Wesenspunkte, auf die sich der Staat konzentrieren müsste und wofür auch wieder Geld da wäre, wenn man den ganzen anderen Quatsch, ich sage es jetzt mal so ganz hart, wenn man den wieder zurückfahren und sein lassen würde. Wir erleben es. Und Frau Celissarias, das Thema Migrationspolitik. Sie haben selber Migrationshintergrund, Sie wissen, was es bedeutet, sich in dieses Land einzubringen, Sie wissen, was es bedeutet, die Sprache zu lernen, sich Bildung anzueignen. Wenn wir das jetzt hier erleben, werden die Menschen auch allzu oft unter falschen Bedingungen angelockt? Ganz klar, also wir sagen es ja tagtäglich, ich meine, ich bin inzwischen auch müde geworden, es immer wieder zu wiederholen, aber man muss es anscheinend, weil es die Letzten immer noch nicht kapiert haben. Wer in Österreich gerade sich befindet und dann nach Deutschland weiterreist, um hier Asyl zu erbitten, dann muss man sich halt ganz klar sagen, also in Österreich ist mir zumindest nicht bekannt, dass dort kriegerische Auseinandersetzungen tagtäglich stattfinden, aber wie gesagt, ne, die man Menschen werden nicht, hier, man weiß es nicht, wer weiß, vielleicht sind wir die Unaufgeklärten. Sicher. Fakt ist, eigentlich müsste ja ein Staat von sich aus ein Interesse zeigen, zu sagen, hey, das funktioniert so nicht. Ne? Also, dass alle europäischen Staaten um uns herum sagen, hey, weiter nach Deutschland. Aber das interessiert hier niemanden, weil am Ende des Tages sind diejenigen, die das Geld tagtäglich ausgeben, die haben es ja nicht selbst erwirtschaftet, also tut es einem schlichtweg nicht weh. Wenn ich aber an der Stelle vielleicht noch, weil wir ja gerade das Thema NGOs, haben Sie das ja auch gerade glücklicherweise angerissen, wenn ich das vielleicht noch an der Stelle sagen darf, weil ich, wie gesagt,
mich erstaunt es immer wieder, wenn wir an die Corona-Plandemie zurückdenken. Wie konnte es sein, dass die ganze Bevölkerung durch nicht legitimierte NGOs praktisch gelenkt wurde? Wie konnte es sein, dass Nationalstaaten völlig planbar und perfekt abgesprochen in kürzester Zeit so zeitgleich agiert haben? Also das war einfach völlig neu. Völlig neu. Und auch da müssen wir uns auch beweisen. Wir müssen ganz klar dieses Gebaren an der Stelle völlig unterbinden, dass nicht legitimierte Institutionen uns als Nationalstaat Handlungsempfehlungen geben. Das muss man sich auch einfach vorstellen. Also wir reden, finde ich, auch viel zu wenig darüber, was das inzwischen mit uns macht. Also was ist das, WHO? Welche Einflussnahme kann diese Institution haben? Und. Ich könnte jetzt exemplarisch ganz viele runterrattern. Aber da sind wir inzwischen angekommen. Und diese NGOs spielen auch bei dem Thema Migration eine wesentliche Rolle. Weil diese NGOs scheinen dann tatsächlich den deutschen Rechtsstaat sehr erfolgreich außer Gefecht setzen zu können und können tatsächlich irgendwie das Asylgesetz nach ihrem Gusto tagtäglich auslegen. Und dann kommen da ganz schöne schicke Sachen bei herum. Also ich warte darauf, dass wir bald auch Asyl für Hunde und Katzen in diesem Land etablieren. Würde mich nicht wundern, wenn dann plötzlich ein afghanischer Hund dann auch hier einreisen kann, weil Krieg und so weiter. Völlig abstrus, aber das sind teilweise Empfehlungen von NGOs. Und auf diese Empfehlung stützt sich diese Bundesregierung. Nachvollziehbar. Ich komme nochmal auf die NGOs zurück, ich komme auch auf die WHO. Wenn wir eines gesehen haben, die Welt hat letztes Jahr im März darüber berichtet, nicht die Regierungen, nicht die Staatschefs haben die Bedingungen der Pandemie bestimmt, sondern die Bill und Melinda Gates Stiftung. Das ist ganz offen publiziert worden. Es wurde gezeigt, wie Bill Gates mit der Kanzlerin gesprochen hat, mit anderen Regierungschefs. Der Arzt und Mediziner, das ist doch eine Form der Beeinflussung. Wir wissen, wie die WHO finanziert wird. Im Öffentlich-Rechtlichen wird es jetzt nicht mehr so kundgetan. Wir haben eine Sendung darüber gemacht, lohnt sich anzuschauen. Aber wenn wir das hören und sehen, dann sind doch das Propaganda-Größenordnung mit Milliarden finanziert, mit einfachen Möglichkeiten, mit dem Geschäft der Angst. Ne? Die Pendeltaktik, hier ist die Angst, wir helfen dir, die Spritze tut es. Was sagt der Mediziner dazu? Ja, also vor allen Dingen zunächst vielleicht einmal der Demokrat. Also wenn ich solche Dinge, die in Parlamenten besprochen werden müssen, die am Ende auch einem Mehrheitsvotum der Bevölkerung bedürfen, wenn es um so elementare Freiheiten geht, dann muss das demokratisch ganz breit gestützt werden und nicht mit einer Panikkampagne vorher der Acker vorbereitet werden. Mhm. Solche Entscheidungen kann man nicht ins Hinterzimmer verlegen. Sowas kann man nicht in die Hände von Leuten geben, die nicht demokratisch legitimiert sind. Also wenn Sie sowas sagen, dann sind Sie ja heute Rechtsverschwörungstheoretiker oder noch Schlimmeres. Aber das rüttelt an einer Grundfeste unserer Demokratie, wenn nicht gewählte Personen, wie von der WHO, jetzt plötzlich Nationalstaaten demnächst vorschreiben sollen, wann es wieder zurück in den Lockdown geht. Das kann man sich nicht gefallen lassen. Da muss man ein Bewusstsein für herstellen, dass das mindestens ins Parlament gehört, aber vor allen Dingen basisdemokratisch eine Legitimation braucht. Wenn die Menschen sagen, das wollen wir nicht mitmachen, dann soll es keine supranationale Einheit geben, die die Menschen dazu zwingt. Das ist verrückt. Und auch als Arzt, eines der grundlegenden Dinge, die ich immer wieder propagiert habe, ist natürlich, bin ich vielleicht Fachmann auf meinem Gebiet. Aber am Ende soll die Entscheidung der aufgeklärte Patient treffen. Ich kann ihn beraten, ich kann ihn beiseite stellen. Aber der Patient entscheidet, ob er noch eine Cola trinkt, ob er noch eine Haxe isst. Das ist seine Entscheidung. Und mit seinem Leben schaue ich dann als Arzt, als Fachmann, wie ich das Beste raushole, wo wir gemeinsam das Beste draus machen. Vielleicht auch mal streng. Vielleicht sage ich auch mal jetzt, ja, also Herr Meyer-Müller, Schmitz, so geht es nicht weiter. Sie wissen doch, das ist gefährlich für Sie. Aber am Ende entscheidet der Patient. Am Ende entscheidet der Bürger. Wenn jetzt auf einmal die Wissenschaft, wer auch immer das sein soll, meint, sie würde das alles bestimmen, dann ist das eine demokratiefeindliche Technokratie, in die wir da gerade streben, was man als Demokrat, was man als Bürger, was man als Mensch schlichtweg nicht mitgehen kann. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Jetzt erleben wir, einmal muss man sagen, die neuesten Meldungen aus dem Bundesgesundheitsministerium, Karl Lauterbach, gibt zu, dass genauso viele Menschen gestorben sind, die geimpft oder ungeimpft waren. Das ist eine erstaunliche Erkenntnis jetzt. Im Übrigen muss man eines sagen, wir haben immer wieder direkt aus dem Gesundheitsausschuss 1:1 berichtet mit Martin Siechert, Bundestagsmitglied AfD und sitzt im Gesundheitsausschuss. Und da sind 4 Sendungen gelöscht worden, 1:1. Ich meine, wir haben sie alle wieder eingestellt. Wir haben alle Prozesse gegen Facebook und Google gewonnen, das muss man sagen. Aber trotzdem, man muss sich das vorstellen, dieses Perfide, da wird aus dem Gesundheitsausschuss berichtet und wird in dieser Form untergraben. Sie sprachen eben das Thema Wissenschaft. Wir erleben, dass wenn die falsche Ausrichtung im Denken vorherrscht
Universitäten, vertreten durch die Studentenbewegung, oft dafür sorgen, dass Wissenschaftler, egal welcher Fachrichtung, nicht mehr auftreten dürfen. Ist das eigentlich, kann man sagen, ist das der Tod der Wissenschaft und der Universitäten, wenn die Ausrichtung so ist? Absolut. Es ist maximal wissenschaftsfeindlich. Allein die Behauptung, follow the science, Folge der Wissenschaft, ist maximal wissenschaftsfeindlich. Wissenschaft lebt davon, immer wieder hinterfragt zu werden, kontroverse Diskussionen stattfinden zu lassen, Mindermeinungen Platz zu bieten, dass man das diskutieren kann. Am Ende hält sich eine Theorie nur so lange, sie die am ehesten wahrscheinliche ist, bis sie irgendwann herausgefordert wird von einer Mindermeinung, die dann übernimmt. Sonst hätten wir das nie angefochten, wären wir immer noch auf einer Scheibe und wir hätten nicht das Wissen darüber erlangt, dass die Erde rund wäre. Jetzt neulich an einer Universität wird ein ehemaliger Tagesschausprecher angegriffen von Studenten, weil er ein Buch darüber geschrieben hat, wo er ganz neutral als unbeleckte Person, die nun mal der arabischen Sprache mächtig ist, in Moscheen geht und festgestellt hat, was da gepredigt wird, das hat mit dem, was wir uns so vorstellen, was so vielleicht im Gotteshaus stattfinden soll, oftmals nicht viel zu tun. Er hat es ganz neutral berichtet und hat ja auch bisher einen Leumund gehabt, den ihn keine Radikalität oder Ähnliches irgendwie bescheinigen sollte. Und trotzdem wird er in einer deutschen Universität dann auf offener Bühne angegriffen, man versucht ihn zu canceln. Das ist ein Klima, was dort entsteht, wo erneut versucht wird, kritische Meinungen, Mindermeinungen vielleicht oder vielleicht auch mal Zwischentöne nicht mehr stattfinden zu lassen. Und das ist das Gegenteil von Demokratie, das ist das Gegenteil von Wissenschaft. Und wenn das tatsächlich Platz findet oder immer weiter Platz findet in Deutschland, dann hat auch Deutschland als Wissenschaftsstandort abgemeldet. Dann brauchen wir uns um Innovationen, um kritische Ideen, um das morgen keine Gedanken mehr machen. Dann wird es das an deutschen Universitäten schlichtweg in dieser Form gar nicht mehr geben. Und gerade diese Geisteskraft ist ja etwas, was uns nach vorne gebracht hat. Und ich sage an dieser Stelle, was dem Tagesschau-Sprecher widerfahren ist, ist ein Linksextremist gewesen. So hat die FAZ geschrieben. Ich zitiere, das sind nicht meine Worte. Frau Seli-Sagarias, Sie sind oft in Essen, Sie sind in Duisburg unterwegs. Wir sehen dort Bilder. Und ich muss eines sagen, ich habe mir das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München angeschaut. Tolles Stadion, der Borussenpark. Tolle Zuschauer. Da bist du mit einem Bayern-Schal durchgelaufen, den hat man mir umgelegt. Nee, ich bin Bayern-Fan, also muss ich sagen. Aber tolle Zuschauer, ja, tolle, die haben ja leider Gottes 2-1, was heißt leider Gottes, gut. Die haben 2-1 verloren. Ihr gewinnt andere Spiele, keine Frage, tolle Mannschaft, Borussia Mönchengladbach. Aber wir haben dort ein super Klima erlebt, tolle Stimmung, keine Pöbelei und nichts. Wünschen Sie sich das auch manchmal in Essen und Duisburg, wenn man das so sieht, wenn jetzt Syrer und Afghanen oder Libanesen und wer da aufeinander losgeht, ganze Hundertschaften, die sich da einen Schädel einschlagen wollen, Schießereien auf offener Straße. Tja, Punkt 5, Deutschland wieder sicher machen. Ja, also glauben Sie mir, natürlich wünsche ich mir das. Also ich glaube, keiner wünscht sich im eigenen Wohnviertel bürgerkriegsähnliche Zustände. Ich meine, so wie in Duisburg geschehen, auf dem Marktplatz, wo normalerweise Kinder spielen. Das muss man sich mal vorstellen, das könnten ja auch die eigenen Kinder sein. Also am Samstagvormittag, das ist irre. Das kann sich eigentlich keiner so wirklich vorstellen. Aber es passiert mitten in Deutschland. Ich glaube, vielleicht in dem Zusammenhang ist auch noch eine Sache interessant. Da stolper ich immer wieder drüber, aber im positiven Sinne. Die SPD bei mir scheint jetzt auch langsam aufzuwachen, weil, Sie müssen sich eins vorstellen, dort, wo sich diese Szenen abspielen, dort wohnen natürlich sehr viele Migranten. Mhm. Und jetzt kommt es zu folgendem Phänomen. Wir haben in Gelsenkirchen auch ganze Stadtteile, da haben sich die ehemaligen Gastarbeiter, also türkischen Gastarbeiter, sich jetzt auch ein Leben aufgebaut, Immobilien gekauft. Ja, dort wohnen sie mit ihren Kindern, führen ein völlig normales Leben wie Sie und ich. Und jetzt kommen Neubürger und übernehmen auch jetzt ganze Straßenzüge. Und diese Parteien kommen jetzt auch in Konfliktsituationen zueinander. Okay. Und diese Konfliktsituationen verlaufen meistens nicht so wie mit Herrn Müller, ja, der dann sagt, okay, ich verstecke mich jetzt daheim, Rollade runter und alles ist gut. Sondern da setzen sich Menschen, weil sie einfach auch in eine andere Mentalität mitbringen, auch zu Wehr. Und dann können Sie sich vorstellen, dass die Situationen auch durchaus eskalieren. Aber diese ehemaligen Gastarbeiter sagen so, für mich gibt es jetzt nur noch die Alternative. Weil mit der SPD komme ich nicht mehr klar. Der SPD sage ich, dass dieser syrische Clan für uns gefährlich ist, stellt hier eine Gefahrensituation auch für unsere Kinder. Ich meine, Sie müssen auch eines sich vorstellen, wenn dem eigenen Kind auf dem Schulhof Drogen verkauft werden, dann klärt das der türkische oder arabische Familienvater vielleicht anders. Das können Sie mir glauben. Ich glaube Ihnen. So, und die SPD versteht das nicht.
Und ich habe es jetzt ganz oft miterlebt, dass genau diese Menschen, ehemals hier eingewandert, zu uns kommen, an den Infostand, uns diese Geschichten erzählen und sagen so, für mich gibt es jetzt nur noch die Alternative für Deutschland. Und das habe ich der SPD hier mal im Parlament vorgehalten und das ist nämlich die Wahrheit. Die begreifen einfach nicht, dass die selbst diejenigen verlieren, die sie eigentlich sozusagen als die neuen Heilsbringer ansehen, weil das ja sozusagen ihre neue Klientel ist, die sie noch an der Macht erhält. Selbst diese Leute laufen der SPD davon. Mache ich Ihnen einen Vorschlag, ich bin ja ewige Zeit im Immobilienbereich unterwegs, vielleicht sollten wir mal die Menschen, die das nicht sehen, in den Gegenden einquartieren. Dass wir sagen, wir machen mal Folgendes, ihr wohnt mal 14 Tage dort, 14 Tage ist allerdings jetzt hochgegriffen. Ich denke mal, die rufen Sie nach 2 Stunden um Hilfe und sagen, jetzt muss das USK oder das SEK kommen. Ich habe einen besseren Vorschlag, ins Münsterland. Dort, wo jeder so ein schönes Einfamilienhaus mit 3 Elektroautos vor der Tür, 4-mal Urlaub im Jahr, wenn die dann so viel im Urlaub sind, können sie ja auch vielleicht Menschen bei sich daheim aufnehmen. Ist doch das ist wunderbar. Korrekt, ja. Also ja, das machen sie wohl kaum. Ne? Ja, ein spannendes Thema. Ja, liebe Zuschauer, das war Teil 1, Programmpunkt, Sofortprogramm der AfD, wenn sie in der Bundesregierung das Sagen hätte, Punkt 1 bis 5. Wir unterhalten uns in Kürze von Punkt 6 bis 10. Spannend. Ich sage danke für Ihre Ausführungen bei Ihnen, Frau Sedi-Zacharias, und bei Ihnen, Dr. Vinzenz. Vielen Dank. Vielen Dank.